Was wir jetzt gerade machen und was gerade passiert, ist eigentlich eine Testphase von einer Testphase. Warum beginnt noch kein Marketing? Warum geht Core noch nicht groß raus mit Pam-Pam und riesengroßen Lichtern? Wenn ich Core wäre, würde ich es genauso tun. Du hast eine Community, die Community weiß, wir haben die Testphase mitgemacht. Es gibt genug Videos, es gibt genug Informationen. Jetzt ist der erste Step war, man nimmt die bereits vorhandene Infrastruktur, die Community, gibt denen den Core-Pass und macht automatisch einen Belastungstest der Technologie. So, das ist dann im ersten Moment ist es die Core. Dann wird der Core-Pass getestet. Dann wird die Ping Exchange getestet. Es wird der Support getestet. Das alles. Wir sind momentan einfach die Testpersonen. Und wer hier jetzt schwache Nerven hat, ich will es nur vorneweg sagen, ich bin immer noch nahezu der Meinung, deswegen leuchtet mein Licht auch grün. Ich bin durch und durch Core-Fan, Core-Sympathisant, aber ich bin kein Core. Und ich habe ein Mordspotenzial in dieser Technologie. Also ich sehe ein Mordspotenzial, aber auch kein System schönrechnen, morgen Millionär oder sonst was, sondern zu sagen, wer hier die Nerven bewahrt, seine Token dort aufbewahrt, wo sie hingehören, entweder auf die Ping Exchange oder im Corpus, und habt einfach Geduld. Es werden noch verschiedene Tools kommen, es werden mit Sicherheit richtig schöne Tools kommen, auch für den dezentralen Finanzsektor, wo du vielleicht deine Token aufbewahren kannst, dass vielleicht noch ein Bonus kommt. Alles wird kommen. Und hier braucht man nur Geduld. Und auch, ich möchte jetzt mal eins sagen, was die Kommunikation in unserer Gruppe allgemein angeht, in der Telegram-Gruppe. Wir haben hier eine Gruppe, wir sind eine Gemeinschaft. Der Paul hat es eben schön gesagt. Und es gibt auch keine Kryptogemeinschaft. Die eine ist für Bitcoin, die andere für Ethereum. Es gibt nur eine Kryptogemeinschaft. Eine. Und alle sollen miteinander ihren Mehrwert dazu generieren. Wenn man jetzt zum Beispiel die Core-Blockchain holt, die Core-Blockchain hat das Potenzial, andere Hochkaräter einfach Mehrwert zu bieten in der Hinsicht, dass sie sagen, ey, benutzt die Technologie von Core, mach trotzdem dein Ding weiter. Mit der Core-Technologie kannst du Dinge vereinfachen und beschleunigen und auch Kosten reduzieren und so weiter. Und Lizenzen, ja, wir reden auch von Lizenzen, wenn man mal ehrlich ist, die Ping Exchange ist ein vollwertiges Banksystem, das da hinten dran steckt, ist total momentan aufs Minimum live gegangen. Das heißt also, es ist eine einfache Plattform, die aktuell da ist, wo wir untereinander verkaufen können. Das heißt, das ist eine DEX, eine dezentrale Exchange in der Hinsicht. Liquidität. Wo ist die Liquidität? Die Liquidität, die liegt momentan einfach bei uns. Wer ist bereit zu verkaufen und gibt es auf der anderen Seite Leute, die bereit sind, dir zu deinem Preis, nicht zum Marktpreis, sondern zu dem Preis, den wir alles selbst darstellen, zu kaufen. Und dass der Kurs momentan einfach Richtung Süden gegangen ist, liegt doch nur daran, dass wir, und jetzt nehme ich uns alle irgendwo mit ins Boot, wir zu dumm sind, zu sagen, wir gehen hin und sagen, das ist der Kurs, den bleiben wir und den halten wir jetzt stabil. Nein, das machen die meisten nicht, gerade die auch aus dem Mining, das habe ich beobachtet, die im Überfluss gemeint haben, die XCB haben. Was machen sie? Sie pfeffern die Dinger einfach auf den Markt zu Kursen und immer wird wieder einer unterboten und nochmal unterboten. Und ich kenne nur einen Boden, also einen Boden unter dem Boden kenne ich nicht. Das heißt also, wenn hier jeder ein bisschen an seiner eigenen Disziplin arbeitet und den Wert X einfach sagt, das ist das mir wert und darunter verkaufe ich einfach nicht. Wenn das jeder genauso machen würde, hätten wir diese Hin- und Herschwimmerei, hätten wir einfach nicht. Ne? Also das mal eins vorneweg. Jeder hier ist damit auch im Boot, sitzt in dem Boot und ist eigenverantwortlich, dass Projekte funktionieren. Und das ist auch das Thema Core. Wenn ich hole, wir haben ein Video. Ich mache ein Video, setze mich stundenlang hier hin, zeige, wie der Core-Pass installiert wird. Das Video Kostenfrei. kannst du laufen lassen, ja? Dann drückst du auf Pause, wiederholst den Step, lass das Video weiterlaufen. Ja. Sorry, dass ich unterbreche, Sie. Und zu dem, was Gernot gesagt hat, das ist hier keine Heulrunde am Mittwochmorgen. Nichts gegen Gernot oder gegen die Art, wie er sagt. Mir ist es noch nicht passiert, dass die Referale oder dass die Leute sich, obwohl sie mit ihrem Corpus von ihrem Handy mein QR-Code von Ping Exchange scannen, ist es mir nicht passiert, dass die nicht im Team erscheinen. Und
wenn es wirklich passiert, und es mag ja auch passiert sein, ist überhaupt kein Problem. Dann gibt es die Möglichkeiten, die Leute direkt anzuschreiben aus der Support-Abteilung von Core. Die kümmern sich darum. Mir ist ganz wichtig nochmal, um das wieder zu wiederholen, was Heiko, komm gerne mit ins Gespräch rein, weil du das anhebst, dass ihr euch wirklich eine eigene Strategie macht. Und das ist das, was Steven auch sagt. So, wir zoomen ein bisschen raus und sehen, okay, Core ist hier, das hat, ne, 100% unserer Zeit bisher gehabt an unserem Tag und alle anderen Projekte waren irgendwie noch mit dabei. Aber wir zoomen jetzt ein bisschen raus. Wir sind im vierten Zyklus der Bitcoin-Halving-Geschichte, die im April passiert. Und jetzt gerade heute die gesamten Bitcoin-ETFs. Ja, Leute, das ist, dafür haben 15 Jahre Programmierer für nichts, um kein Geld zu verdienen. Die haben kein Geld verdient, die Bitcoin-Programmierer am Anfang. Die haben alle genau das gemacht, was Steven gerade anspricht, was Heiko gerade sagt, was die ganzen Pioniere. Und da gehören alle dazu, die ohne Geld von Core zu bekommen, ihre Zeit aufbringen, Material erstellen, wie das MediaLux macht, ja, und andere Leute da draußen. Und macht euch eure eigene Strategie. Was wolltet ihr dieses Jahr in eurem Bag haben, in eurer Tasche? Bitcoin, Core-Coin, Core-Token. Das ist die Strategie, die ihr euch machen müsst. Core ist eine Infrastruktur, die euch die Möglichkeit gibt, auch Bitcoin zu kaufen, auch Litecoin zu kaufen, auch dann in den nächsten Wochen und Monaten die anderen Assets, die dann freigeschaltet werden und die verschiedenen Wege zu verschiedenen Märkten euch freizusetzen. Ja, und wir werden keine Möglichkeit haben, alles auffangen zu können und für jeden immer die Sekretärin sein zu können. Das geht einfach nicht mehr, wie Steve so Dürfen, sagt. wir dürfen das nicht übrigens, weil wenn wir Ja. jeden, stellt euch Folgendes vor, wir würden jeden helfen, jeden Einzelnen an die Hand nehmen und es eigentlich für euch machen. Dann haben wir genau das erreicht, was wir nicht erreichen wollten. Ihr könnt nicht selber entscheiden, weil wenn wir mal ausfallen würden, also wenn derjenige, der dir hilft, nicht mehr da wäre, warum auch immer, und du jetzt denn gar nicht mehr weißt, da du es nicht selber gemacht hast am Anfang, wie ging das nochmal? Ja, was denn dann? Macht euch unabhängig. Macht euch wirklich unabhängig. Und glaubt mir eins, Paul, Steven, alle, die wir hier Content liefern für jeden. Auch uns hat das keiner gesagt. Wir sind ja die Verrückten, die positiv Verrückten, die immer eins machen. Learning by doing. Immer selbst autodidaktisch kriegen wir Informationen, die wir dann sofort ausprobieren, ja, und für uns erstmal testen, wie geht das denn? Und glaub mir eins, alles, was ich bisher weiß in meinem ganzen Leben, habe ich selber mir beigebracht. Und deswegen bin ich heute da, wo ich für mich bin. Und ich habe viel Geld bezahlt, aber bestimmt nicht viel mehr als derjenige, der im Vorfeld irgendetwas gelernt hat, studiert hat oder, sondern und den nachher gar nicht mehr gebraucht hat, weil es diesen Markt nicht mehr gibt. Ja, das ist ja auch verrückt. Ich hole mir die Informationen und nehme immer in kleinen Steps diese und setze sie um. Und das ist ein guter Tipp an euch. Macht das einfach mal. Weil eins ist Fakt, ihr könnt nichts kaputt machen. Das geht einfach nicht. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt zum Beispiel 100, 200 Leute auch in meinem Netzwerk habe, die sich jetzt über die Ping Exchange über meinen Link anmelden könnten und es funktioniert nicht. Dann gibt es ja meistens immer eine Ursache. In der Regel, wenn die jetzt meinen nehmen und derjenige geht auf Link, auf Ping und will sich dort anmelden und hat aber bestimmte Verifikationen im Core-Pass nicht gemacht, dann kann der sich nicht über die Ping Exchange anmelden. Das Genau. heißt, der Prozess ist noch gar nicht im Endeffekt durch, obwohl er sich über meinen Link quasi ja schon da irgendwie versucht hat, reinzuballern, aber es ging nicht. Also es hat immer eine Ursache. Und ihr dürft es mir glauben oder auch nicht, ja, alle, die ich
oder allen, denen ich die den Link gegeben habe, meinen Link, die das auch gemacht haben, die mir dann eine Rückmeldung gegeben haben, die sind eben halt auch komplett ersichtlich in mein Dashboard. Und ich rate, weil ich Und das so lese. Ja. Entschuldigung, Paul, warte, noch mal ganz kurz. Und im Endeffekt, jetzt komme ich wieder zu Steven. Mir ist es total egal, ob derjenige, der in meinem Netzwerk ist, den ich erstmal da angepikst habe, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, über meinen Link anmeldet oder nicht. Ist Mir mir auch. total wurscht, weil er muss nur erstmal im System sein. Er muss verstehen, über irgendeinen Link muss er sich sowieso anmelden, ob es zu meiner ist oder Paul sein oder Steven sein, da ist mir auch egal. Weil er soll seinen Vorteil dadurch bekommen, wenn er sich über irgendeinen Link anmeldet mit seinen 5% der Reduzierung der Fees. Ja, wenn es über mich ist, freut mich. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Er ist im System und kann sich dort bewegen. Leute, und das ist doch das Entscheidende. Wir müssen die Community aufbauen. Das können wir nur, wenn wir uns im System bewegen, das System kennenlernen, hier und da mal probieren. Warte, Paul, gleich, ja. Ja. Und diese Ergebnisse und diese Erlebnisse mit anderen teilen, Leute, nur so funktioniert es. Und ich kann euch auch sagen, ich habe meine CDNs vom Realseal auch nicht, weil ich nämlich meine falsche E-Mail-Adresse, ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich habe meine falsche E-Mail-Adresse, weil ich felsenfest der Meinung war, ich habe eine andere genutzt, habe ich zum Corpus verifizieren genommen und warte jetzt genauso wie einige andere auch auf die CDNs. Leute, ein Glück ist das so passiert, weil es ist mir passiert. Ich kann damit sehr, sehr entspannt umgehen und sehe selber, kann damit feststellen, na, wie lange dauert es denn? Welchen Prozess muss ich denn machen? Ja, also ich mache genau denselben Prozess wie alle anderen, die darauf warten, auch durch, bin aber komplett entspannt. Aber eins weiß ich, die Zeit, die ich jetzt nutzen kann, um mir die XCBs oder die CDNs nochmal zum richtigen Schnäppchenpreis auf der Ping nachzuordern, über meinen Preis, den ich mir wünsche, den ich kaufe. Eine Limit Order setzen, günstig nochmal nachkaufen und den Preis im Gesamten nochmal reduzieren für mich. Leute, das ist unsere Chance. Für jeden, der jetzt mit dabei sein darf, ihr könnt richtig Schnäppchen machen, wirklich. Und ich bin, in meiner Gruppe habe ich schon geteilt, ich möchte auch in Zukunft regelmäßig Trainings machen, wie bewege ich mich auf einer Börse generell, ne? Und speziell natürlich in unserem Fall auf der Ping Exchange. Wie setze ich eine Limit Order? Ja, worauf sollte ich achten? Was bedeuten bestimmte Begrifflichkeiten? Wenn wir die verstehen und ihr die versteht, Leute, ihr freut euch. Ihr werdet euch freuen, dass wir diesen Weg am Anfang gegangen sind, der vielleicht auch Lass für den mich da einen mal oder anderen nicht mehr einhaken. laufen kann. Du hast vollkommen recht mit, was du sagst. Theoretisch hört sich super an. Praktisch ist es so, dass wir heute in Core Blockchain, ja, also ich kann es euch sagen, von uns aus dem Team ist unter ein Viertel hat den Core Pass runtergeladen und hat den komplett installiert. Alle von denen. Seit dem 1. Dezember, 31.12., steht mein Telefon schon seit Weihnachten, weil die Publikationen haben ja schon vorher angefangen. Und ich muss in 6 Sprachen allen die Stimmung hochhalten. Der Psychologe sei für alle. Alle denken, sie Ockert und Michael nehmen jetzt die Token und verhauen die und führen das Geld ist weg. Und Leute, sorry, ja, also ganz im Ernst, es ist der Anfang. Heute ist der 10. Januar. Ja, das muss man einfach verstehen. Na, es ist Jahresende gewesen. Einfach ein bisschen abwarten und nehmt euch wirklich die Zeit, wie Heiko sagt. Schaut euch mal alle Tutorials an. Hundertprozentig passiert euch das, dass euer Affiliate sich registriert bei Ping Exchange, weil ihr noch nicht durch die gesamte Corpus-Registrierung durchgegangen seid und die noch nicht komplett genehmigt ist. Steht aber auch im ersten Tutorial drin, wo es erklärt wird, wie registriere ich mich, wie mache ich mein KYC bei Corpus und wann kann ich danach, wenn das durch ist, auch den Rest der Plattform nutzen. Okay? Und weil Heiko sagt, er wird diesen Live-Kurs machen,
Bitte mach daraus einen bezahlten Live-Kurs, Heiko. Denn umsonst arbeiten sollte jetzt mal vorbei sein. Diejenigen Leute, die das wertschätzen, was weiß ich, einen Euro für den Kurs zu bezahlen, es geht gar nicht um die Zahl. Es geht darum, dass die Leute verstehen, dieses, hey, ich bin all around, wie der Steven schon sagt. Ich stehe mit dem Telefon auf am Morgen, habe noch nicht mal Zähne geputzt und dann geht es schon los, nur weil ich gucke, ob meine Mutter noch lebt auf WhatsApp. Da sehen mich die Leute, ich bin online, na ohne Spaß. Na, ich gucke jeden Morgen, rufe meine Mutter an, ist alles gut bei dir, alles gut. Die hat 4 Herzinfarkte gehabt. Das muss ich einfach machen. Dann sehen mich die Leute, ich war online, das wusste ich bis heute gar nicht. Das hat mir meine Frau erklärt, du Dummkopf, weil du das Ding auf Blau hast bei WhatsApp, sehen die, wann du online gehst das letzte Mal. Verstehst du, Technologiespezialist. Und ich geschlafen mit dem Telefon in der Hand. Und das ist genau das, was ich jetzt nicht mehr mache. 2024, ich schmeiße den ganzen Schrott raus. Konzentriere mich absolut nur auf Trading, auf die Mining Farm, auf Infrastruktur und nebenbei auf, was Heiko sagt. Eine private, coole, kleine Truppe, wo man den Respekt bekommt, den man gibt, wenn man das macht, was wir hier machen, die letzten 8 Jahre, ich bei mir. Und mit denen ein bisschen leben, ein bisschen am Meer, ein bisschen Technologie, ein bisschen Geld verdienen. Wie viel, das werden wir dann sehen. Also, ne, für mich ist es okay, für alle anderen. Na, sollen sie halt dabei sein, dann wird es auch okay sein. Und wenn das Gesamtpaket ein bisschen Trading, ein bisschen Infrastruktur, ein bisschen Knowledge nicht reicht, dann muss man einfach Planeten Terra, Erde wechseln und ne, mit die Delegation ins Also, Irgendwo. Paul, das sind wir genau bei dem richtigen Punkt und dementsprechend, nachdem jetzt auch Core Live gegangen ist und so weiter und verschiedene andere Dinge vorgefallen ist, ist es so, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe, dass dieser Mittwochscall definitiv eine Veränderung bekommt, Ja, das ist ja ein Stammtisch. der Das ganz einfach nicht mehr nur bezogen auf ein, zwei Themen sind, sondern das Themengebiet ist so vielfältig. Und ich kann euch eins mal sagen, der Fehler sitzt in der Regel vorm PC. Das ist so. Also man kann jeden Support, jede Technologie und so weiter auch gerne kritisieren, aber oft macht man halt selbst Fehler und macht sich auch gar keine Gedanken, zum Beispiel, wie du einen, sagen wir mal, gewissen Fehler vielleicht auch auf einer anderen Ebene prüfen könntest. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass manchmal, wenn du am Safari-Browser bist, Safari blockt und verhindert, dass du dich mit dem Core-Pass in der Ping Exchange einloggen kannst, dann ist dann auf einmal so, dass irgendwas verhindert, dass diese Beziehung halt zusammenführt. Was habe ich dann gemacht? Ich gehe dann hin und nutze andere Browser, Beispiel Google Chrome, Opera, Edge. Es gibt so viele Browser, die man runterladen kann und dann testet. Und dann musste ich feststellen, dass Opera, genauso wie auch der Edge, einwandfrei, ohne Stress funktioniert. Die Dinge mit Verbindung, also mit dem Login vom Core Pass auf der Ping Exchange, funktioniert darunter sehr, sehr, sehr stabil. So, und wenn solche Fehler auftreten, dann sollte man natürlich auch den Support informieren mit der Information. Deswegen sind wir jetzt gerade auch in der Testphase. Achtung, mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass die Verknüpfung oder das Login im Safari-Browser nicht funktioniert. Bitte prüfen. Dann wissen auch die Techniker, Mensch, da ist irgendwas, wir müssen da gucken, da müssen Veränderungen stattfinden. Ne? Und das sind so die Dinge, warum jetzt gerade wir so wichtig sind für die Community, nicht drauf rumzuhacken, sondern die Fehler aufzudecken, die Fehler zu melden, die Fehler zu, ja, auszumerzen und dann darauf aufzubauen und raus an den freien und offenen Markt zu gehen. Und jetzt eine riese Bitte diesbezüglich. Wir machen gerne mittwochs diese Calls, sammelt eure Fragen, dann werden wir hier einzeln drauf eingehen, werden die lösen. Oder im Idealfall schreibt die gerne in unsere Telegram-Gruppe von den Medialux dort rein. Denn wer eine Frage privat schickt, ist egoistisch, denn diese Frage, die du stellst, hat mit Sicherheit 10, 20, 30 andere auch. Manche trauen aber auch nicht zu fragen. Und wenn wir eine FAQ im Prinzip irgendwo, vielleicht sollten wir das einfach machen, dass wir sagen, also da wir dokumentieren das da drin und da kann man immer noch mal drauf verweisen, steht in der Gruppe oder wo auch immer. Deswegen die Fragen in die Gruppe stellen und dann gucken wir so zeitnah, wie es geht, dass die dann einfach beantwortet werden. Ne? Für technische Probleme können wir auch gerne danach sagen, hey, den Fehler habe ich gemacht. Was hat dann schon jemand Erfahrung mit der Situation? Und dann schreibt auch vielleicht mal jemand anderes rein und sagt, du, ich hatte das auch bei mir, ich habe das und das gemacht
Und umso schneller ist es einfach behoben. Ja. Ansonsten ist es im Prinzip, wenn ich heute sage, ich mache meinen Chorpass, ist es so simpel und einfach, genau wie es im Video beschrieben ist. Wenn dieses Connecting, das ist das nochmal, auch lieber Gernot, nochmal, Gernot, um auf deine Frage da zurückzukommen, ist vielleicht bei dir nicht gelandet, kann es auch einfach in dem Moment sein, dass der ein falscher Link benutzt hat. Und man muss auch aufpassen, die Internetbrowser genannt, also ob das Google Chrome ist oder wie auch immer, die speichern eure Daten oft zwischen, anhand von Cookies und so weiter. Und wenn du auf einen Link von dir jetzt klickst, Gernot, dann kann es sein, dass der im Vorfeld schon mal einen anderen Link angeklickt hatte. Und dann bleibt dieser Link oben einfach in der URL-Leiste drin und dann landet der einfach irgendwo anders, weil er im Vorfeld schon auf einen anderen Link mal geklickt hat. Das sind alles so Dinge, die passieren können. Ist natürlich Mist, wenn es so passiert, aber das ist einfach nicht schlimm, dann ist es halt so, wir können es nicht ändern. Und meines Erachtens ist es halt so, dass wer unter einem Link registriert ist, der bleibt bei diesem Link. Das kann ich auch nicht rückgängig machen. Also bringt es auch meines Erachtens gar nichts, den Support anzuschreiben. Wir machen nur eins, wir müllen den Support zu. Und das sollte auch von uns, ja, die Nachrichten, die an den Support gehen, sollen so gut wie möglich durchdacht sein, dass wir jetzt den Support nicht überbelasten, weil wir werden erst weiterkommen, wenn der alte Kram alles abgearbeitet ist. Also wenn Core jetzt also wenn du jetzt mal so siehst, wenn Core, keine Ahnung, 1000 E-Mails hat, wird der nächste Schritt erst eingeläutet werden, wenn der alte Schritt natürlich auch abgearbeitet ist, ne? Und da sind wir ein bisschen, und deswegen gibt es die Gruppe gleich, deswegen gibt es auch die Gruppen und deswegen sind wir da und wir sind nicht nur Paul, Heiko und Steven oder Patrick oder Tobias oder wer auch immer, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Deswegen sage ich, lass uns das gemeinsam rocken und zusammen kommunizieren in einer sauberen Tonlage. Auf den Chorkanälen habt ihr gesehen in den letzten 10 Tagen, wie viele Neuigkeiten gekommen sind. Erstmal haben sie das Ökosystem live gestellt. Jetzt sind die Veränderungen im Team mit den Ambassadoren. Okay, ihr seht schon, hinterm Vorhang wird kräftig gearbeitet. Habt einfach ein bisschen Geduld und wie gesagt, nutzt die Zeit, um selber mit der Technologie zu spielen. Und genau wie der Steven gesagt hat, wenn ihr, weil bei euch noch im Chorpass noch geregelt, noch gewartet wurde, dann schon mal auf Ping Exchange gegangen seid, dann habt ihr im Hauptlink den Hauptlink von der Ping Exchange-Seite. Dann funktioniert der Reflink nicht mehr. Deswegen genau einfach die Schritte ein bisschen abwarten und die so mitmachen. Also ich habe von niemandem gehört und ich bin in 9 Ländern aktiv, dass der sich nicht registrieren konnte.